So, da sind wir wieder, liebe Leute. Und ich habe mich beschwören lassen in eine neue Welt. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Es geht weiter mit Dark Souls 3. Jetzt durch die Nacht. Wir starten den Timer und werden uns jetzt mit dem Kollegen hier durch seine Welt schlagen. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ich kann sagen, zur Optik, weil die Frage aufkam. Ich habe mir Vergleiche angeguckt. Die schwächste Version ist tatsächlich die Xbox One-Version mit relativ rauen Kanten und nicht so schönen Texturen. Ich finde die PC- und PS4-Version, trotz dass die PC-Version natürlich noch eine höhere Auflösung haben kann, nehme ich mal an, geben die sich nicht viel. Und dadurch, dass ich irgendwie seit dem ersten Teil auf der PlayStation spiele, vorrangig, habe ich mir auch gedacht, holen wir das für die PS4. Weil irgendwie ist es so ein PlayStation-Titel für mich geworden. Und mir gefallen echt die Farben. Gefallen mir nicht ganz so gut, muss ich doch sagen. Die Farben gefallen mir nicht gut. Aber die Effekte und Geräusche sind der Hammer. Das ist echt der Shit. Und ich guck mal, wie weit wir heute kommen, wie lange wir machen werden. Ich bin ein bisschen hyped von der ganzen Geschichte. Und nur zur Info, oh, der hat auch dieses zwei Dingens Schild da. Phantom kann nicht gesammelt werden. Warum denn nicht? Ich verstehe es nicht. Wieso kann ich immer gesammelt werden? Das ist doch eine coole Stance, oder? Habe ich da von diesem Wolf bekommen. Und ich möchte jetzt eigentlich nur dem helfen, um mal ein bisschen zu farmen, ohne große Probleme zu haben. Wo denkt er, dass er hingeht? So, das macht ihn klar. Hilft ihm dabei. War kein Problem. Der sieht auch ganz cool aus. Selbst ohne Helm. Soll sich mal nicht so anstellen. So. Jetzt kann ich auch ein bisschen mehr quatschen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Oh, ein Finstergeist ist eingefahren. Das ist nicht so geil. Also hier ein Finstergeist ist echt nicht cool. Aber das kriegen wir schon hin. Im besten Fall kommen wir bis zum Endgegner und können dann den legen. Dann wissen wir zum einen, wo wir hin müssen. Vielleicht finden wir noch ein Feuer. Halbwegs unbeschadet. Mal auf mich fixieren, dann kann er ihn von hinten gut hauen. Jetzt drehen wir den Schuss um. Gar kein Problem. Wunderbar. Lass uns weitergehen. Ich bin am Start. Er kennt die Stelle auch ein bisschen, das ist schön. Blauer Geist. Wow! Mit dir habe ich nicht gerechnet. Wo ist unser blauer Wächter? Wieso rennt er weg? Kommen wir da durch? Nee. Wo ist Kelvin? Das ist doch jetzt mal die Frage. Shit.
Scheiße. Das war ja mal... Das war ja mal gar nichts. Aber 4 Flakons, das ist gut. Jetzt, wo ist der? Der ist da ganz hinten. Wir brauchen den aber hier. Das hat man halt echt nur bei Dark Souls. Wo echt jeder Meter die Position ausgelotet werden. Ich habe ein ganz gutes Flammenabwehrschild. Gibt's. You don't interrupt. Wo ist der blaue Wächtermann? Wozu haben wir den denn? Ah. Nee, nee, Leute. Respekt. Denkst vielleicht, dass ich ihn gefunden aus Fressen bin. Aber nein, nein, mein Freund. Okay, lass das weg. Die halten zwar nichts aus, sind aber dennoch gefährlich. Und wo ist unser blauer Wächter? Immer noch. Muss ich jetzt zurückziehen. Du spielst so feige. Naja, wir sind auch nicht besser. Na, endlich kommt unser lieber Kelvin. Ist er auch mal am Start hier, ne? Ja, Kollege. Blauer und ein weißer, goldener. So, da haben wir ihn besiegt. Danken Sie mir nicht. Nur meinen Job. Leute, ich könnte hier Hilfe gebrauchen, übrigens. Just saying. Ja.
Und jetzt? Ach, ist der gestorben oder was? Ich glaub's ja wohl nicht. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Er macht, hat es schlau gemacht, aber da hat er nicht die Rechnung mit mir gemacht. Muss man schon sagen. Ey, willst du das echt machen? Los, lass auf. Ah, okay. Ah, okay, den meinte Julian vorhin. Nice. Willst du die da jetzt wirklich alle noch besiegen? Na gut. Seelen sind Seelen. Und Bares ist Wahres, auch in diesem Spiel. Ah, okay, der Blaue wird zurückgeschickt. Hat sich ja richtig gelohnt. Wir haben auch mal nach hinten gucken. Ich trau hier niemandem. Alles klar, geile. Das ist aber auch mal Schicht hier im Schacht. Ist hier kein Feuer. Da hätten sie aber schon mal eins spendieren dürfen. Keine Überlebende, wie ich immer sage. Keine Überlebende. Vor allem nicht in diesem Spiel. Wo geht's hier hoch? Ich will wissen, wo hier ein Feuer ist. Ah ja, okay, da bin ich vorhin runtergesprungen. Meiner Panik. Alter, das ist aber auch eine hakelige Stelle. Ganz ehrlich. Wow! Das ist kein Problem. Hey, dass es hier kein Feuer gibt. Hier wäre doch prädestiniert für ein Feuer gewesen. Aber okay, dann halt nicht. Das dürfte ich gerne machen. Die verrückten Mongos. Not even once. Rückzug! Ah, nein, du lebst noch. Gute Sache das. Nicht mit mir, Kollege. Enthauptung eingeleitet. Alter, wie viele das einfach sind. Das ist ja voll ätzend. Dann hat er auch noch die gigantische Axt. Zack. Pretty.
Ich muss auch sagen, ich benutze hier sehr, sehr, sehr viel häufiger das Wechseln zwischen einhändig und zweihändig. Okay, ich dachte vielleicht. Vielleicht ist dann Feuer. Alter, wenn da jetzt ein Endgegner hinter ist. Scheint nicht zu sein. Aber guckt euch das an. Ist das nicht herzig? Geile Meile. Und da schläft einfach ein gigantischer Riese. Oh, sorry. Man weiß es nicht, was danach passiert, ne? Okay, lass mich vorgehen. I do that. Vorsicht vor oben. Wow. Hey, Leute mit roten Augen sind in der Serie auch. Da weißt du, mit denen ist nicht gut Kirschen pflücken. Alter, das hier sieht ja auch schon richtig aus wie ein schöner Dungeon. Alter, aber immer noch kein Feuer. Dafür ein Riese. Fast gekillt hätte. Zieh mal am Hebel. Ich sehe schon, jetzt heißt es Riesenbashen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten. Hier ist auf jeden Fall eine Abkürzung, die ich nicht ganz in den Kontext setzen kann. Dann fahren wir schnell mal wieder hoch. Oh, du hast es auf mich abgesehen. Ich verstehe. Sieht so aus, als wäre hier was, oder? Alter, was hat der gegen mich? Scheiße. Was hat der gegen mich? Du bist gestorben. Du kehrst in deine Welt zurück. Scheiße, Mann. Alter. Ist nicht so einfach, junge Mann. Das versuchen wir doch gleich nochmal.
Aber wir haben immerhin ordentlich Seelen gesammelt. Auch wenn man denkt, es hat nichts gebracht, doch, dafür lohnt es sich. Allein für die ganzen Seelen. Der Weg ist nicht nice. Der ist die abgrundtiefe Hölle grad. Ich meine, ich bin jetzt alleine bis zum Viertel des Weges gekommen. Sunbro am Start. Dachte ich schon, der hat die Fahrradrüstung. Oh, der hat hier aufgemacht. Das will ich natürlich wissen. Okay. Okay, ich habe den Kontext gefunden, liebe Leute. Nice. Das heißt, bis dorthin müssen wir kommen. Huhuhuhu. Not so easy. Und hier hat er auch schon aufgemacht. Das heißt, wir sind wahrscheinlich auf der anderen Seite der Kathedrale. Das heißt, die Kathedrale an sich wird schon ein größeres Ding sein. Das heißt, prinzipiell mit Hilfe kommt man hier relativ weit, weil man doch wohl Abkürzungen freischalten kann. Einige. Da hinten steht auch der Riese. Schlafend. I am ready when you are. Oh, hier ist auch ein Riesentor. Da, alles cool. Oh, der hat die Fahrerrüstung, kann das sein? Wo hat er die her? Wow. Alter, okay, aber da brauchst du ja definitiv Hilfe. Ziemlich heftiger Weg. Richtig nice. Ich will auch backstabben. Scheiße. Ich will auch backstabben. Mann. So. Mach doch mehr Backstab-Schaden. Wie du. 10.000. Und jetzt? Show me the way. I will follow you to the end. I don't know where to go. Na?
Aha, da lang. Lass mich raten, der schickt mich jetzt geradewegs in den Tod. Nein, von hier kommen wir. Ich weiß nicht, was er will. Wollen wir die einfach markieren? Immer so frei. Hier, Double Team Attack. Ich mach mehr Schaden wie er. Ah ja, und hier sehe ich unseren Boss. Ich kann schon nicht mehr quatschen. Und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Horas der Stumme. Und das heißt, das ist ein. Ja, yeah, ich bin am Start. Ich bin am Start. Alles cool. Ich bin am Start. M4 Flakons, alles klar. Ja. Ich bin ready. Der kritische Schaden kann jetzt beginnen. I see. Jetzt gerade in Gefahr geht. Das ist gerade eine sehr, sehr schlechte Situation. Aber schöner Endkampf gegen so viele. Prinzipiell schon nicht so verkehrt. Schön freigestellt ist. Echt hardcore gerade. Nein, du bist ja gestorben. Oh Mann. Okay, da hole ich mir aber auch Hilfe, glaube ich. Für die ganze Stelle.
Und wir sind perfekt in der Zeit. Eine halbe Stunde ist um. Wir machen ganz kurz Werbung. Beziehungsweise, das war's für die Leute, die auf YouTube zugeguckt haben. Das nächste Mal geht es weiter mit Dark Souls 3. Ich entschuldige mich. Und jetzt schaue ich mal, wie weit ich da komme. Weil, wie man sieht, der Weg schwerer, ein sehr schwerer Weg ist das. Also, ich werte mich auf, können wir das Großschwert benutzen und dann versuchen wir das selber mal.